Ja, ein Happy noch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob ich zu der Zeit nach dem Abstimmungsmarathon das Klima und Stimmung noch wesentlich werde heben können, obwohl es sich natürlich bei dem Antrag zur Düngeverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern insbesondere um die Ausweisung der roten Gebiete, um den wichtigsten Antrag der ganzen Sitzung handelt. Herr Dr. Terbe, ein Satz bloß, Minenabwehr hat immer gesagt, ein Büchse ist ein Büchse, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, trifft allerdings nicht für diesen Antrag zu. Ich möchte Sie vielleicht zunächst einmal mitnehmen in ein kleines Bild, ist schon ein bisschen spät, denken Sie bitte 2 Jahre zurück ungefähr, eventuell in Situationen vor dem Schloss, Verkehrsstau, viele Schlepper mit gelben Rundumleuchten, eine Situation, die vor 2, 2,5 Jahren Standard war, die Städte waren gesperrt, nicht nur hier in Schwerin, fast jede Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, in der ganzen Bundesrepublik. Es hat die Ursachen gehabt. Landwirte und Landwirte haben sich sehr stark aufgeregt, und das Zens ist heute noch über das sogenannte Insektenschutzpaket sowie die Bundes- und die jeweilige Landesdüngeverordnung. Wir kommen noch darauf, die Landesdüngeverordnung hier wurde ja beklagt, ist im Übrigen nicht die einzige oder das einzige Bundesland, wo Klagen anhängig sind. Wir haben gestern was gehört zum Energiepreis. Der wesentliche Stickstoffdünger, dabei geht es bei Nitraten auch, wird mit Gas hergestellt. Die mineralischen Dünger sind sehr viel teurer geworden, als es noch vor einem Jahr war. Da kostet ein Kargamon, Salpeter die Tonne 200 Euro, heute kostet die Tonne über 600 Euro. Das heißt, die Landwirte sind gezwungen, ihre Pflanzen nährstoffgerecht zu versorgen. Und genau das ist natürlich wichtig, auch bei der Festlegung der nitratbelasteten eutrophierten Gebiete. Pflanzenbestände sollen hier unter Bedarf versorgt werden, bis zu 20% über dem oder unter dem Bedarfswert. Diese Vorgabe ist natürlich mit erheblichen Mindererträgen verbunden. Und gerade auch in einem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo relativ viel Weizen angebaut wird, der Stufen E und A, das heißt mit relativ hohem Rohproteingehalt, da muss man auch mehr Stickstoff einsetzen, um diesen Rohproteingehalt dort auch gewährleisten zu können. Die Familienbetriebe und alle anderen Landwirtschaftsbetriebe sind natürlich darauf angewiesen, auch diesen Produktionszweig vernünftig zu gestalten, ohne natürlich das Grundwasser dabei zu belasten. Soweit ist natürlich eine Ausweisung von roten Gebieten auch aus Sicht der Landwirte durchaus nachvollziehbar. Allerdings muss diese Nachweisführung natürlich auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Das war letzten Endes auch Grund von vielen Beanstandungen der letzten 1,5 Jahre des Berufsstandes in dem Zusammenhang auch. Man muss auch zum einen ausreichend Messstellen haben, die auch ausreichend Qualitätsergebnisse liefern. Und man muss zum anderen natürlich auch ein Berechnungsmodell haben, um vom Grundwasserkörper quasi nach oben auf die Oberfläche zu rechnen, was also Flurstücksgrenzen und andere Oberflächenmaßgaben dort auch berücksichtigt. Allerdings haben wir hier viele Messstellen gehabt, alte Messstellen von Deponiekörpern, von Kiesgruben, von kommunalen Kläranlagen, die also hier sehr schwierig auch zu beurteilen sind. Das war an sich einer der wesentlichen Punkte, auch diese Dinge zu beklagen und auch von verschiedenen Verbänden auch kritisch zu sehen. Leider ist diese Angelegenheit nicht einvernehmlich geregelt worden. Das hat also unter anderem in diesem Bundesland 180 Landwirte dazu bewogen, vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald zu klagen. Eine Organklage sozusagen, um zu gewährleisten oder feststellen zu lassen, dass das verwendete Messstellennetz für diese Berechnung, für diese Weiterbearbeitung nicht herangezogen werden soll und darf. Am 5. November hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald die Düngelandesverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für unwirksam erklärt und eine Revision in diesem Bereich nicht zugelassen. Nun muss man sich das einfach mal vorstellen. Wir stehen also quasi, oder die Landwirte stehen vor der Düngesaison Februar, März nächsten Jahres. Das ist noch ein Quartal hin, dauert nicht mehr lange, ohne zu wissen, was sie dürfen. Und wenn man heutzutage als Landwirt dann düngen will, dann muss man erstmal einen Rechtsanwalt fragen. Und zwar muss man einen Fachanwalt fragen, nicht irgendeinen Rechtsanwalt. Und das ist natürlich eine Regulierung, die kein Mensch brauchen kann. Ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht mal erinnern, auch an das 30-jährige Jubiläum des Landesbauernverbandes, das war ungefähr ein Vierteljahr gewesen, wo also sowohl Frau Spesig als Ministerpräsidentin dabei war, als auch Herr Dr. Backhaus als Landwirtschaftsminister.
Zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Urteil. Dort wurde also von beiden den anwesenden Landwirten und Landwirten versprochen, zeitnah eine entsprechende Regelung auf den Weg zu bringen. Man wusste, die Düngeverordnung wird beklagt, man wusste aber das Ergebnis noch nicht, die also dazu geeignet ist, den Landwirten und den Landwirten hier in unserem Bundesland ein Regularium an die Hand zu geben, dass man weiß, wie viel darf man wo düngen. Leider sind diese Dinge nicht eingehalten worden, also weder von der Ministerpräsidentin noch von Seiten des Landwirtschaftsministers. An der Auswahl der Messstellen hat sich bisher nichts geändert. Das Land hat nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt. Das heißt, wir haben einen überwiegend ungeklärten Rechtszustand, eine Hängepartie für alle, die in dem Bereich tätig sind. So kann Verlässlichkeit nicht aussehen. Und ich habe vorhin gesprochen von Preisen für Kagamonsalpeter. Das ist sozusagen der Standarddünger für Stickstoff in der Landwirtschaft, der sich jetzt nicht nur verdreifacht hat, sondern er wird ja theoretisch auch im März gebraucht. Und wie mit vielen anderen Dingen ist es mittlerweile so, dass wenn man was haben will, man auch für Geld nichts mehr bekommt. Das heißt, die Düngung, die Anfang März stattfinden soll, den Dünger muss man jetzt bestellen. Man bekommt ihn nicht, man muss ihn bestellen, in der Hoffnung, dass er dann auch geliefert wird. Wer also im März erst Dünger kauft, der wird keinen haben. Genau wie man jetzt ein Auto kauft, man wird keins kriegen, wenn man ein bestimmtes Auto haben will. Insofern ist die Planung der Landwirte jetzt schon fast fertig, weil man kann sich gar nicht bevorraten, muss das nur bestellen und dann im Frühjahr auch bezahlen. Ja, das heißt, wir haben jetzt einen Zustand, dass die Landwirte jetzt eine Planungsgrundlage bräuchten, sie aber keine haben. Und das ist natürlich wenig schicklich, dass das Land also diese Beschwerde eingelegt hat und keiner weiß, wann hier eine Entscheidung kommt und ob die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde so ausfällt, wie der Antragsteller es gerne hätte, ist ja völlig offen. Das kann ja sein, dass es genauso gut abgelehnt wird wie beim ersten Mal. Es kann sein, dass es eine neue Befassung gibt. Aber das Rechenmodell, das quasi vom Grundwasser auf dem Boden ist, genauso beanstandet wird wie jetzt beim Oberverwaltungsgericht. Es kann aber auch sein, dass in der weiteren Stufe der Befassung festgestellt wird, gut, das Rechenmodell hätte man akzeptieren können. Aber die Wasserproben sind nicht so, wie man sie gerne hätte, dass man sie verwenden könnte. Denn jedes Modell ist nur so gut wie die Grunddaten, dass man einpflegt. Wenn also sozusagen das Modell zwar stimmt, aber die Daten, die man einpflegt, schlecht sind, kann nur das Ergebnis schlecht sein. Und das insofern ist das eine Planungsgrundlage, die also unzumutbar ist. Wir haben in anderen Bundesländern, in Bayern zum Beispiel, ein Modell, ich möchte zwar sagen, noch schlechter. Da gibt es rote und gelbe Gebiete. Das heißt, eine Binnendifferenzierung, eine Unterscheidung der vermeintlich beeinflussten Grundwässer, die noch sehr differenziert ist und noch sehr viel schwerer nachzuweisen ist. Und das ist natürlich in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern als Agrarland sehr schwierig. Sicherlich sind das teilweise auch Vorgaben, die von europäischer Seite kommen oder von Bundesseite kommen. Gleichwohl müssen sie natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern so umgesetzt werden, dass diejenigen, die es umsetzen sollen, müssen, das auch gerne wollen, in die Lage versetzt werden, das auch sanktionsfrei zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Insofern, sehr geehrter Landwirtschaftsminister, sehr geehrter Backhaus, möchte ich Sie nochmal an das erinnern, was Sie zusammen mit der Ministerpräsidentin in Linz so gesagt haben. Also eine verlässliche Planung, verlässliche rechtliche Grundlagen muss man natürlich auch haben, rechtssicher. Und da ist es wenig angemessen und wenig sinnvoll, dort sozusagen eine juristische Hängepartie anzuschieben, die also keinem, also auch den vor- und nachgelagerten Bereichen nicht hilft, auch dem Ministerium nicht hilft, dem Grundwasser nicht hilft und auch den Landwirten und Landwirten an der Stelle nicht hilft. Insofern beantragen wir, das ist ja auch zu sehen, eine rechtskonforme Landesdüngeverordnung, die sowohl an die Maßgaben der Bundesdüngeverordnung und der allgemeinen Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang und vor allen Dingen für geeignete Messstellen einsetzt, sodass also das Risiko, dass anschließend wieder geklagt wird, einfach klein ist. Und das sollte man doch an sich mit den Betroffenen in erster Linie auch fachlich diskutieren. Da gab es ja anderthalb Jahre auch Bewegung, aber zum Ende hin hat es, ich muss mal sagen, nicht funktioniert. Also nur mit den Landwirten kann man einen Grundwasserschutz betreiben und auch nur, wenn man das richtige Verursacherprinzip hat. Wenn es die Landwirte sind, muss man da sicherlich Dünger abziehen, und wenn sie es nicht sind, macht also ein rotes Gebiet auszuweisen wenig Sinn, weil man das Grundwasser macht es mal nicht besser. An der Stelle, wie gesagt, kann ich Sie nur auffordern oder verwerben, unserem Antrag zuzustimmen, derweil es ohnehin eine bundesgesetzliche Grundlage dafür gibt. Nun müssen die Messstellen richtig sein und das Verfahren muss richtig sein.
Haben Sie recht, herzlichen Dank.